Du hast dich also getraut zu kommen? Du warst blöd genug, mich einzuladen. Extrem blöd. Wie süß. Wenn du mir jetzt ganz schnell die Fotos gibst, dann kriegst du deine kleine Schlampe gleich wieder. Nenn sie nicht so. Das ist unsere Abmachung hin. Deine Zähne auch. Genau. Du bist ja noch sensibler als deine kleine, verfickte Schlampe. Das war das überraschend gute Ende einer furchtbaren, wenn auch kurzen Episode meines Lebens. Plötzlich wurde ich aus meinem normalen Leben herausgerissen und in diesen brutalen Albtraum geworfen. Mein schönes, ruhiges Leben war unendlich weit weg und es war unvorstellbar, es wieder zurückzubekommen. Aber ich wollte es versuchen. Hallo! Hey! Hi! Zieh deine Glubscher wieder ein, du Spanner. Ich war nur neugierig, warum Mia so lange nicht da war. Das ist aber mein Job. Also konzentrier dich lieber wieder auf Facebook. Es war eh nichts Besonderes. Ich hatte nur einen kleinen Unfall mit meinem Roller. Und wieso bist du vorher plötzlich verschwunden? Was meinst du? Du wolltest was kopieren gehen und bist nicht wiedergekommen. Für 2 Wochen. Ach das. Ich hatte Frauenprobleme. Und dann kam der Unfall. Fertig, Mr. Stasi. Was ist los? Hat es irgendwas mit diesem komischen Bad Boy zu tun? Hat er dich geschlagen? Nein. Also, ja, mit ihm hat es was zu tun. Aber er hat mich nicht geschlagen. Im Gegenteil. Aber ich kann es dir nicht hier erzählen. Hättest du mich mal angerufen, dann wüsste ich das jetzt alles schon. Ich konnte dich nicht anrufen. Die Sache hatte was mit den Gangstern zu tun. Ich hab's gewusst. Ich musste mit Sam untertauchen. Jetzt will ich einfach nur meine Ruhe und mich wieder einleben. Okay, dann kannst du mir heute Abend alles beim ruhigen Glas Wein erzählen. Ich dachte eigentlich ja noch eine Nummer ruhiger. Oh nein, das bist du mir schuldig. Und denk dran, ich will alles hören. Sehr gut, ich erzähl dir alles. Das war also alles? Naja, die Kurzfassung. Die Kurzfassung? Gibt es denn in der Langfassung noch mehr Verschwörungen, Gangster, Spionagen und Gewalt? Nein, ich habe dir alles Wichtige erzählt. Nur beim Untertauchen habe ich die langweiligen Dinge ausgespart. Und was war da? Ich habe doch erzählt, dass die Typen plötzlich aufgetaucht sind. Du hast gesagt, dass du die langweiligen Sachen rausgelassen hast. So läuft das nicht. Du hast versprochen, dass du mir alles erzählst. Hm. Alles. Sehr gut, aber ich möchte eigentlich echt nicht mehr drüber sprechen. Na schön. Direkt nachdem Sam mich aus dem Büro abgeholt hat und wir die Gangster abgeschüttelt haben, kamen wir hierher. Ich brauchte ja noch Klamotten und so, auch wenn Sam dagegen war. Wir waren kaum 2 Minuten hier, da kamen von vorne und hinten irgendwelche von den Gangstern rein. Sam hat sie gehört, bevor sie uns gefunden haben. Er wollte sie bequatschen, aber die haben direkt auf uns geschossen. Er hat mich in Deckung geschubst, hinter meinen Schrank. Er selbst ist nur einen Schritt zur Seite gegangen, damit er nicht durch die Türrahmen zu sehen war. Dann hat er geschossen. Ich weiß nicht, ob er einen getroffen hat, aber er muss ihnen Angst gemacht haben. Dann haben sie weitergeschossen. Aber plötzlich ist irgendwas in den Raum gerollt, direkt vor meine Füße. Ich war mir sofort sicher, dass es eine Granate war. Also habe ich sie so schnell ich konnte aus dem Zimmer gekickt und habe es ins andere geschafft. Da ist sie explodiert. Die Wucht war so krass, dass ich gegen das Fenster geknallt bin. Und irgendwas hat mich hier verletzt.
Und das war alles nur ein paar Stunden, nachdem wir mit Markus über Scrubs diskutiert haben? Ja. Das ist echt unglaublich. Ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt meine Wohnung geputzt. Boah, krass, ich hätte niemals gedacht, dass während ich zu Hause in aller Seelenruhe meine Wohnung putze, dass du hier fast erschossen wirst. Ich meine, für mich war das ein ganz normaler Tag, aber für dich war es der absolute Horror. Hier ist die Akte von oben. Du sollst sie... Scheiß Mücke. Wo ist sie denn jetzt hin? Da! Verdammt. Was soll denn das? Da oben tut sie doch keinem was. Da bleibt sie ja nicht. Da hat sie recht. Aber tritt nicht auf meinem Brötchen. Und? Hast du sie? Ja. Gut, dann komm wieder runter. Das war echt unnötig. An diesen kleinen Zwischenfall dachte ich noch tagelang. Als ich kapierte, warum, beschloss ich, etwas zu unternehmen. Was machst du hier? Du musst mit dir reden. Wieso? Lässt du mich rein oder kommst du raus? Du weißt, dass ich Privatdetektiv bin, oder? Und du weißt auch, dass ich nicht auffallen darf bei meiner Arbeit. Wieso lenkst du dann Aufmerksamkeit auf mich? Durch mich bist du auch nicht auffälliger als davor. Ein Typ, der stundenlang mit seiner Kamera im Auto sitzt, ist nicht gerade unauffällig. Wieso bist du hier? Ich muss immer an die Sache denken, in die du mich damit reingezogen hast. Mein Leben ist nicht mehr dasselbe. Ich habe dauernd das Gefühl, da fehlt irgendwas, seit es vorbei ist. Und deshalb... Hör zu. Ich habe dich nicht mehr angerufen, weil ich dachte, du willst das alles einfach vergessen. Hätte ich gewusst, dass du immer was von mir willst. Was? Quatsch. Ich wollte seit der ersten halben Stunde unseres Dates nichts mehr von dir. Wenn die Gangster und du mich nicht damit reingezogen hättet, hätten wir uns nie wieder gesehen. Das sollte mich alles nicht so überraschen. Tut mir leid. Scheiß drauf, das ist nicht so schlimm. Aber was willst du denn hier? Mein Leben ist langweilig. Vorher war alles in Ordnung, ich war glücklich und zufrieden, aber seit diesem Abenteuer ist alles langweilig. Und deshalb will ich für dich arbeiten. Ich will, dass du mich zur Privatdetektivin ausbildest, damit ich weiterhin solche Abenteuer haben kann. Du bist total irre. Ich meine... Sorry, ich hätte das nicht so sagen sollen, aber du weißt, dass es stimmt. Und außerdem ist mein Job gar nicht so aufregend. Ich verbringe entweder die meiste Zeit so wie jetzt oder ich verstaube in meinem Büro. Das sagst du doch nur, weil du nicht mit mir arbeiten willst. Nein, das ist wirklich so. Und außerdem glaube ich, dass du hier so langsam professionelle Hilfe suchen solltest. Ich meine, so eine Adrenalinsucht, die... Die gemeine Ablehnung tat weh. Aber schnell dachte ich darüber nach, ob er nicht doch recht hat. Vielleicht brauchte ich einfach länger, um mich wieder an das normale Leben zu gewöhnen. Aber tief in mir wusste ich, ich wollte Abenteuer. Und ich fand meinen Weg, wie ich es bekam. Ich lass zurück, was mich bedrückt. Geh den Weg ab hier allein. Nie wieder auf allen Vieren. Die Kraft des Einzelnen wird siegen. Einigkeit und Recht und Freiheit. Schuld drum werfen ich den ersten Schlag.
für neues Leben, denn ich hab es mir verdient.